Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Die einen hassen es, die anderen essen es. Die Rede ist von Rosenkohl. Ja, wie gesagt, die einen hassen es, die anderen lieben und essen es. Ich mag Rosenkohl, vor allen Dingen, wenn er ein bisschen angebraten wird mit Speck. Aber wenn ihr keinen Rosenkohl mögt, ist das kein Grund, jetzt abzuschalten. Denn wir machen ein verdammt leckeres Gericht und auch du kennst sicherlich jemanden, der Rosenkohl mag. Und der wird es zu schätzen wissen, denn wir machen jetzt einen Rosenkohlauflauf mit Kartoffeln und Kassler. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Der erste Arbeitsschritt ist, wie so oft, eine halbe Zwiebel in den Mixtopf zu geben und das Ganze 5 Sekunden auf Stufe 5 zu zerkleinern. Nicht vergessen, das Ganze mit dem Spatel nach unten zu schieben, bevor wir 20 Gramm Butter in den Kessel geben, um die Zwiebeln jetzt anzudünsten. Das Ganze machen wir 3 Minuten bei 120 Grad auf Stufe 1. Der nächste Arbeitsschritt steht an. Dafür machen wir 500 Milliliter Wasser in den Mixtopf sowie einen Teelöffel Gemüsebrühe. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum nimmt denn der Kai nicht das selbstgemachte Suppengrundstockzeug, was er sonst immer hat und anpreist? Es ist eben leer geworden und da wir diese Folge jetzt ganz schnell noch abdrehen müssen, haben wir keine Zeit gehabt, Neues zu machen. Aber sonst nehme ich das immer. Das Garkörbchen kommt in den Topf. Allerdings habe ich da vorher 500 Gramm Kartoffeln geschält und gewürfelt. Und natürlich auch reingemacht. Und in unseren Varoma kommen 500 Gramm Rosenkohl. Die habe ich nicht gewürfelt, sondern geputzt. So, jetzt setzen wir die oben drauf und dann kochen wir das Ganze bzw. dampfgaren das Ganze 15 Minuten Varoma Stufe 1 und dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Ihr hört, dass 15 Minuten vorbei sind und ihr seht auch, dass ich in diesen 15 Minuten nicht ganz untätig gewesen bin. Ich habe 400 Gramm Kassler in Würfel geschnitten und mit etwas Öl in der Pfanne bereits angebraten. Das wird ja ein Rosenkohl-Kartoffelauflauf mit Kassler, also Kassler angebraten. Wir nehmen den Rosenkohl im Varoma herunter, das Garkörbchen heraus. Denn all das müssen wir jetzt gleich in eine Auflaufform geben. Den Mixtopf entleeren wir, heben aber die Garflüssigkeit hier, die leckere, mit den Zwiebeln und dem Buttergeschmack, Gemüsebrühe, die heben wir auf für gleich. Auch heute habe ich das gleiche Dilemma wie zu Hause. Immer. Denn zu Hause habe ich eine große und eine kleine Auflaufform. Und ich weiß nie, welche ich nehmen soll. Und glaubt's mir, ich habe schon mehr als einmal von einer in die andere Auflaufform umgefüllt, weil ich gemerkt habe, nee, das da passt nicht. Und wenn ich mir das ganze Material jetzt hier so anschaue, tendiere ich zur großen. Aber irgendwie habe ich das, ich nehme jetzt die große. Und ihr werdet es mir nachsehen, wenn ich dann doch wieder in die kleine umfülle. Hanna sagt auch die große, also nehmen wir die große. Die Kartoffeln aus dem Garkörbchen hinein, den Rosenkohl aus dem Varoma und das Kassler aus der Pfanne. Das kann man natürlich abgießen hier, wenn ihr das Fett nicht mit drin haben wollt, aber ganz ehrlich, ich mache das mit rein. Gibt ja auch Geschmack. Das Ganze ein bisschen vermischen, damit nicht nachher der eine sagt, oh, ich habe so wenig Kassler, oh, ich habe zu viel Rosenkohl, oh, ich habe keine Kartoffeln. Dann räume ich den ganzen Kladderadatsch hier mal ein bisschen zur Seite und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. In den Mixtopf geben wir jetzt noch einmal 40 Gramm Butter, die wir jetzt bei 100 Grad natürlich eine Minute schmelzen. Ist das 34? Ach, 41 ist okay. Also Butter schmelzen bei 100 Grad eine Minute. Ja,
Ich hätte es euch natürlich vorher schon sagen können, dass wir eine Mehlschwitze machen, aber dann wäre die Überraschung futsch gewesen, dass wir jetzt noch 40 Gramm Mehl in die Butter geben und das Ganze jetzt 3 Minuten auf 100 Grad anschwitzen. Stufe 1 reicht da vollkommen aus. Die Mehlschwitze war natürlich für die Soße, die jetzt hier gleich über unseren Auflauf kommt. Da kommt allerdings noch ein bisschen was dazu, nämlich 100 Milliliter von der Garflüssigkeit. Das sind jetzt 113, aber müssen wir nachher gucken, ob es nicht zu flüssig wird. 300 Milliliter Milch, man hätte es auch direkt aus der Packung geben können, aber nein, wir füllen das vorher in ein Glas. 100 Gramm Sahne, 2 Esslöffel Petersilie kommen in die Soße. Sojasauce, davon 15 Gramm. Eine Prise Muskatnuss, ein halber Teelöffel Salz, etwas Pfeffer. Wir verrühren das jetzt 5 Sekunden auf Stufe 5. Und dann könnt ihr auch schon mal den Backofen vorheizen und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Vorher aber noch kochen wir das Ganze auf und zwar 6 Minuten auf 100 Grad in Stufe 1 und dann melde ich mich wieder. Soße fertig und die geben wir jetzt über unseren Auflauf. Ich mache, wenn ich zu Hause Auflauf mache, immer gern auch nochmal ein Ei oder sowas mit rein. Irgendwie ist mir das gerade aufgefallen, dass das da jetzt gar nicht drin ist. Aber das wird auch so, glaube ich, ganz gut schmecken. Das sieht nämlich sehr, sehr gut aus und es riecht auch fantastisch. Eine Sache darf bei einem Auflauf natürlich nicht fehlen und das ist geriebener Käse so schön oben drüber. 200 Gramm Gouda, das ist super. Jetzt haben wir 200 Gramm Gouda und eben als die Soße lief, ist mir aufgefallen, ey, der ist ja gar nicht gerieben und wir haben gar keinen geriebenen Gouda. Wir reiben den Käse also jetzt, ja, ich sag mal so 8 bis 10 Sekunden auf Stufe 4. Wie gesagt, wenn ihr zu Hause Päckchen habt, nehmt ihr Päckchen. Wenn nicht, könnt ihr den reiben. Macht es auch gerne schon als ersten Arbeitsschritt. Wie gesagt, Stufe 4, 4,5, das reicht auf jeden Fall. Dann streut ihr den über den Auflauf. Jetzt muss das Ganze nur noch in den Backofen und zwar habe ich es schon gesagt, 180 Grad habe ich den vorgeheizt, 20 Minuten Ober-Unterhitze und damit gegessen. Bis gleich. Es ist soweit. Der Auflauf ist fertig. Ich habe jetzt noch mal 2 Minuten draufgegeben, weil das gerne immer so ein bisschen braun sein soll oben. Ja, es ist jetzt etwas angebräunter, aber es riecht absolut fantastisch. Ha, da habe ich jetzt richtig, richtig Lust drauf. Das ist vor allen Dingen auch so ein Wetteressen. Ja? Also im Sommer kannst du mich mit sowas jagen, aber wenn es draußen stürmt und man den Kamin angemacht hat und man sich einfach was Gutes tun will, dann ist das hier so richtiges Soul Food. Wenn man Rosenkohl mag, wohlgemerkt. Probieren tue ich für euch jetzt direkt hier aus der Schüssel. So würde ich das zu Hause nicht machen, aber hier tue ich das, weil ich weiß, dass es Leute gibt, die das wahnsinnig stört. Aber das ist meine Kochsendung, deswegen tue ich hier, was ich will. Ey, der Bioleck hat das auch immer gemacht, oder? Womit fange ich an? Ich muss das eh gleich mal hier. Ich nehme einfach so ein Stück Kassler und so ein Stück Rosenkohl, bisschen Käse dazu. Das ist jetzt wahrscheinlich kochend heiß. Ich verbrenne mir den Mund. Aber das ist es mir wert. Gute Laune essen. Soul Food. Wirklich, Leute. Das ist der Hammer. Ich liebe es und das wird es jetzt bei mir garantiert öfters geben. Das ist wirklich so lecker. Ich könnte jetzt die ganze Schüssel essen. Werde ich aber nicht, weil wir noch einige Folgen heute produzieren werden und ich immer mal wieder probieren muss und man muss halt ein bisschen aufpassen. Ich wollte noch 4 Kilo abnehmen,
Es fehlen noch 6. Ihr solltet das auf jeden Fall zu Hause nachprobieren und ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ihr kennt das Spiel, einfach Daumen nach oben klicken und falls ihr es immer noch nicht getan habt, warum auch immer, dann abonniert den Kanal, denn hier gibt es jede Woche tolle Rezepte für den Thermomix. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Den werde ich haben, wenn auch erst heute Abend.